B1.4. Punkte Bn mit den Koordinaten x minus 0,5x² plus 2x plus 3 und Cn auf der Parabel p sind zusammen mit dem Punkt a minus 1 minus 3 Eckpunkte von Dreiecken a, Bn, Cn. Die x-Koordinate der Punkte Cn ist um 3 kleiner als die Abszisse x der Punkte Bn. Zeiten sieht die Dreiecke AB1, C1 für x gleich 1,5 und AB2, C2 für x gleich 5 als Koordinatensystem zu 1,1 ein. Zeigen Sie sodann, dass für die Koordinaten der Punkte Cn in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte Bn gilt. Cn ist x minus 3 minus 0,5x² plus 5x minus 7,5. So, in dieser Aufgabe sind wieder sehr viele Größen gegeben. Wir gehen wieder der Reihe nach vor und schauen uns an, was alles da ist. Hier wissen wir, die Punkte Bn und Cn liegen auf der Parabel p. So, zusammen mit dem Eckpunkt A bilden sie die Dreiecke A, Bn, Cn. Und was wissen wir noch? Die x-Koordinate der Punkte Cn ist um 3 kleiner als die Abszisse x der Punkte Bn. So, dann heißt es hier, zeichnen die Dreiecke ein. Einmal für x gleich 1,5. Also beginnen wir damit. Geht wie folgt, wir schauen einfach nach, wo ist x 1,5 und wir wissen, beide Punkte Bn und Cn sind auf der Parabel oben, also fahren wir jetzt bei x gleich 1,5 so lange nach oben, bis wir die Parabel treffen und dort finden wir dann Punkt B1. So, vom Cn wissen wir ja, die x-Koordinate der Punkte Cn ist um 3 kleiner. Wenn also hier x gleich 1,5 ist, dann muss der von Cn um 3 kleiner sein, ist also minus 1,5. Also gehen wir auf x gleich minus 1,5 und fahren nach unten, bis wir die Parabel treffen. Und dann finden wir hier den Punkt C1. Jetzt müssen wir die Punkte nur noch verbinden. Und erhalten dann hier das erste Dreieck AB1, C1. So, das gleiche machen wir jetzt mit dem zweiten Dreieck. Da heißt es, x ist gleich 5. Also schauen wir nach, wo ist x gleich 5, fahren wir hoch, bis wir die Parabel treffen. Und dann haben wir den Punkt B1. Dann wieder C ist um 3 kleiner, also die Abszisse von C ist um 3 kleiner. Also 5 kleiner 3 ist 2. Und dann fahren wir an der 2 nach oben, bis wir die Parabel treffen und da ist dann der Punkt C2. Und das ist nicht der B1, sondern der B2. So, dann habe ich wieder meine Punkte. Das heißt, ich verbinde die wieder mit dem Punkt A. Und dann habe ich mein Dreieck A, B2, C2. So, und das war diese Aufgabe. Jetzt heißt es hier noch weiter. Zeigen Sie es dann, dass für die Koordinaten der Punkte Cn in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte Bn gilt. Cn ist x minus 3 minus 0,5x² plus 5x minus 7,5. So, das geht jetzt wie folgt. Hier heißt es ja in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte Bn. Wir fangen jetzt also mit dem Punkt Bn an und versuchen daraus die Koordinaten von Cn zu bilden. Bn haben wir hier stehen, den schreibe ich jetzt unten einfach mal hin. Der war x und, jetzt müssen wir oben nochmal gucken, minus 0,5x² plus 2x plus 3. So. Mit Hilfe dieses Punktes müssen wir jetzt die Punkte Cn bilden. Und das funktioniert wie folgt. Wir wissen ja, die x-Koordinate vom Punkt Cn ist um 3 kleiner, also ist der x minus 3. So, um jetzt die zugehörigen Funktionswerte zu berechnen, nehmen wir einfach den Punkt Bn und ersetzen alle x hier oben durch die neue x-Koordinate. Also jedes x hier wird durch x minus 3 ersetzt. Und das sieht um wie folgt aus, minus 0,5 mal, jetzt brauche ich eine Klammer, weil dieses x hier wird ja quadriert und wenn ich das durch x minus 3 ersetze, muss ich ja den kompletten Teil quadrieren, also hoch 2 nehmen, dann muss ich das in Klammern setzen, damit es auch für beide gilt. Dann plus 2 mal, das ist nochmal das gleiche, dieses x wird auch wieder durch x minus 3 ersetzt, plus
3. So, jetzt gilt es, diesen Term zu vereinfachen. Den ersten Teil schreiben wir ab, x minus 3, der bleibt ja. So, als erstes heißt es immer Quadrat auflösen, also Potenz vor Punkt vor Strich, zuerst die Potenzrechnung. Die Klammern bleiben, weil hier heißt es minus 0,5 mal. So, und jetzt kommt dieser Teil hier. Wir sehen, das ist eine binomische Formel und da können wir in der Formelsammlung nachgucken, wie die aufgelöst wird. Funktioniert aber auch wieder ganz einfach. Ansonsten muss man halt die Summenterme multiplizieren ansetzen. Ja, also binomische Formel ist die zweite, weil hier ein Minus drin ist, heißt dann einfach der erste Summand zum Quadrat. Und weil es die zweite jetzt ist, Minus, ja, also hier kommt das Rechnen und das Vorzeichen rein. Und jetzt 2 mal der erste Summand mal der zweite Summand. Und zum Schluss noch plus der zweite Summand zum Quadrat. Ja, ich habe jetzt hier zwar Summand gesagt, auch wenn hier ein Minus steht, aber man kann sich das jetzt umdenken in x plus, Klammer auf, minus 3. Deswegen sage ich da immer Summand dazu. So, wenn wir wollen, können wir hier diese Multiplikation auch schon vereinfachen. Faktor mal erste Zahl plus Faktor mal zweite Zahl. Dann sind hier 2 mal x und 2 mal minus 3 sind minus 6. Und die plus 3 schreiben wir ab. So, nächster Schritt, den Anfang schreiben wir wieder ab. So, jetzt gilt es hier, diese Klammer aufzulösen. Wir haben einen Faktor vor der Klammer und der wird jetzt mit jedem Summanden hier drin einmal multipliziert. Also haben wir minus 0,5 mal x² sind minus 0,5x², minus 0,5 mal minus 2x mal 3. Minus mal Minus ist auf jeden Fall Plus. Und 0,5 mal 2 ist 1, der hebt sich also auf, übrig bleiben noch 3x. Ja, man kann es auch so rechnen, 2 mal 3 sind 6 und 0,5 mal 6 sind wieder 3, so kommt man auch drauf. Und jetzt noch minus 0,5 mal 9, minus mal plus sind minus und 0,5 mal 9 sind 4,5. Und den Rest schreibe ich einfach nochmal ab, plus 2x, minus 6 plus 3. So, dann hier wieder den Anfang abschreiben. Und jetzt sehe ich, jetzt habe ich hier keine Multiplikation mehr drin und auch keine Potenz. Das heißt, jetzt darf ich noch addieren. Und zwar diejenigen, die die gleichen Variablen haben. Also hier habe ich zum Beispiel die Variable x hoch 2. Die ist sonst nirgendwo mehr da, also kann ich mit dem nichts weiter anfangen. So, dann habe ich hier plus 3x und plus 2x. Ja, man kann auch gerne Farbe nehmen, um das zu verdeutlichen, was man zusammenrechnen darf. Und das sind natürlich 5x. Ja, 3 Äpfel plus 2 Äpfel sind 5 Äpfel. So, und jetzt noch der Rest. Minus 4,5 minus 6 plus 3. Minus 4,5 minus 6 sind minus 10,5 und plus 3 sind minus 7,5. So, und jetzt müsste es genau der Ausdruck sein, den wir oben angegeben haben als Zwischenergebnis. Wenn wir es überprüfen, minus 0,5x² plus 5x minus 7,5. Haben wir genau hier ausgerechnet. Und damit wäre jetzt die Aufgabe zu Ende.